Hi, I'm Stephanie. I'm 34 years old. I am a psychologist. I've also been working as a psychic since several years by now. I was 5 years old when I discovered my ability to interact with the realm of the shades. We call it the afterworld. Yesterday, I got an unexpected phone call from my former mentor and famous psychic Vivian Buckley. She alluded to a case of a boy who had dropped into a deep, deep sleep. A boy whose psychic abilities seemed to be very much like my own. After the premature death of his parents, the boy was adopted by his grandparents. Now, through Vivian, they tried to get in touch with the nephew's soul, who was lost and wandering in a dark world. Since he was little, David has been suffering from nightmares and sleepwalking. Therefore, the family has always been aware of the special powers of this child. I called Vivian this morning, but she didn't answer the phone. The last thing she said to me was, "If I shall fail, you have to come to Newport." And she gave me an address, number 11, Marlow Road. That's where I'm heading right now, to find out what happened to little David, and to save him. Herzlich willkommen, Leute. Jetzt kommt nicht herzlich willkommen zu Deceit. Und es sieht eigentlich genauso aus, als ob es eine Verspielung von Insidious wäre. Ich meine, wir sind eine komische, was weiß ich, psychologische, übernatürliche, was weiß ich, Doktorin. Wir sagen von selbst eine Psychologin, aber anscheinend haben wir irgendwas mit Geistern zu tun. Und genau wie in Insidious können wir anscheinend in die Geister von Menschen reingehen, um die da von sich selbst zu befreien, aus dieser anderen Welt, wo die drin sind. Gut, wir müssen David befreien, einen kleinen Jungen. Der anscheinend, ich kann nicht rein. Gut, anscheinend geht die Tür absolut nicht auf und ich bin sehr schnell. Ich bin sehr, 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 sehr schnell und die Umgebung hier sieht sehr komisch aus. Wait, what? Es geht innerhalb von 2 Sekunden, der Himmel ist explodiert. Der Himmel ist explodiert! Der Himmel ist explodiert! Es ist sehr nass. Das kenne ich so gar nicht hier, nur woanders und so. Wow. Okay, wir können anscheinend hier reingehen. Nein, können wir nicht, das ist ein Schlüssel, können wir den... Ah, wir nehmen diesen Schlüssel und schauen ihn uns ganz besonders nah an. Great, ich habe ein bisschen Angst vor sehr komischen, lauten Jumpscares in diesem Spiel, muss ich sagen. Aber wir haben einen Schlüssel, der aus irgendeinem Grund da versteckt war. Kein gutes Versteck, muss ich sagen. Aber der... War da ein Vogel? Ich muss sagen, der Regen sieht ziemlich nice aus. Der sieht tatsächlich ziemlich, ziemlich gut aus. Überraschend gut. Überdurchschnittlich gut. Gut, 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 gut. Soweit ich weiß, das Spiel ist ca. 10 Minuten lang. Und grafisch sieht es sehr nett aus, muss ich sagen. Das sind sehr komische Bilder. Ihr habt einen sehr komischen Bildergeschmack, wollte ich nur mal erwähnt haben. Gut, grafisch ist sehr gut. Es kostet ca. 2,50 Euro. Es gibt es nicht auf Steam, es gibt es nur auf Itch.io. Das möchte ich ganz Steam für den richtig abgefuckten, seltsamen Horrorkram. Den gibt es irgendwie immer da. Vor allem da und nirgendwo anders. Aber gut, es soll ca. 10 Minuten gehen. Das heißt, ihr könnt es hier ganz schnell in einem Part durchspielen. Wenn wir nicht sterben. Vorausgesetzt. Na gut. Sehr schöne Musik. Sehr, sehr, sehr. Wenn man bis jetzt noch nicht wusste, dass das Spiel auf Insidious anspielt, weiß man spätestens jetzt. Gut, dankeschön, Spiel. Okay, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Das ist aber schön. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen, wo ich lang muss. Oh, ich kann es aufmachen. Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, das Essen. Was ist eigentlich für ein Grafik hier? Seht ihr das? Das sieht aus wie eine 2D-Darstellung in einem 3D-Raum. Das sieht richtig komisch aus. Ich glaube, es ist auch ein 2D-Bild, das ist gar nicht 3D. Es sieht sehr komisch aus und deswegen sieht es, glaube ich, auch so gut aus. Oh, Musik, genau. No. Ich will nur hier rein. Hallo? Du musst da hoch, oder? Ich muss hier hoch. Au! Great, warum ist immer und überall dieses Bild? Das habe ich in dem Nisha gesehen, das sehe ich in jedem anderen Spiel. Das sieht man einfach überall. Natürlich. Kein Wunder, dass euer Sohn ein bisschen abgedreht ist, wenn ihr solche Bilder bei euch habt. Sowas kann schon mal vorkommen. Sowas kann schon mal vorkommen, meine... Na, no, da gehe ich nicht rein. Nö. Nö. Ist mir egal. Da will jemand raus. Da soll ruhig drin bleiben. Da kann ich nicht lang. Kann ich hier rein? Ja. Okay. Oh Gott, was ist. Oh, what the fuck, man! Ah! Warum müssen hier immer so abgefuckte Bilder. Ah, ich will es gar nicht. Das ist eklig.
I don't wanna see. I don't wanna look at that. Ich will lieber diese Puppy angucken. Das ist. Ich habe die Puppe gedreht und damit habe ich einen geheimen Schalter geöffnet, mit dem man die T-Shirts rausholen kann. Er hat nur vier verschiedene Farben und die wiederholen sich immer wieder. Sehr schön. Oh, ich kann raus. Ein bisschen frische Luft schnappen, ne? Wir haben ja schon so hart gearbeitet, kann ich verstehen. Warum bin ich hier draußen? Stürzt das gerade ab? Gibt es hier einen Flugzeugabsturz? Das wäre sehr unglücklich. Das ist ja sehr unglücklich, ein krasser Zufall. Für jedes Mal, wenn jemand dieses Spiel spielt, stürzt einfach ein Flugzeug ab. Jedes Mal. Wow. 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 Das ist crazy. Ich will mir nicht mit Nels bekommen. Was? Da war gerade irgendwas. Was war da gerade? Irgendwas war da gerade. Ich weiß nicht, wo das war, aber irgendwas konnte ich gerade. Habt ihr es gesehen? Da ist gerade ganz kurz Text aufgepoppt. Ich weiß noch nicht, in welcher Richtung oder wo. Hier vielleicht? Ich gucke mir dieses Mausding nicht an. Nein, ich gehe einfach weiter. Vielleicht kann ich jetzt in die anderen Räume rein? Ich habe nicht mal diesen Sohn gesehen. Wo ist denn dieser Sohn überhaupt, von dem alle reden? Der soll doch irgendwo sein. Der crazy guy. Hier drin? Nein. Ich kann... What the fuck? Muss ich da runter? Ich gucke mich mal ein bisschen um. Ich weiß es nicht. Okay, es muss irgendwas oben sein. Unten gibt es leider absolut gar nichts. Deswegen gucke ich nochmal alle Räume, ob ich nämlich doch irgendwo rein. Da kann ich nicht rein. Hier kann... Da konnte ich auch nicht rein. Ich gucke nochmal, ob hier vielleicht doch irgendwas. Vielleicht mit der Puppe. Vielleicht muss ich nochmal mit der Puppe interagieren oder so. Weil ich habe... What? Ist jetzt eine Tür aufgegangen? Ist jetzt eine... No, oder? Jetzt bin ich bin echt verwirrt. Was war das gerade? Wo ist gerade... Nein! Warum laufe ich überhaupt so langsam? Beweg dich schneller! Guck, wie langsam du läufst. Was ist los mit dir? Irgendwas stimmt nicht mit dir. Du bist nicht normal. Du bist nicht gesund. Du bist keine gute Frau. Du musst dich schneller bewegen. Du musst dich von einem Mann tragen lassen. Weil du eine Frau bist. Frauen müssen nicht selbst laufen. Frauen müssen nie arbeiten. Irgendwas. Nee, macht, lass immer die Arbeit machen. So ist es richtig. Feminismus und so. Okay, kann ich vielleicht hier reingucken? Nein, ich kann absolut gar nichts machen. The fuck? Weißt du was? Fuck it. Dann gehe ich halt wieder. Dann gehe ich einfach wieder nach Hause. Ich verlasse euer Scheißhaus. Ihr wollt keine Hilfe. Fuck you all. Kann ich hier raus? Wo ist überhaupt der Aus... Ist das nicht mal ein Ausgang? Das ist kein Ausgang. Dahinter sind einfach Büsche. Da kann ich nicht mal raus. Von wo bin ich gekommen? Bin nicht reingegangen. Niemals. Von wo bin ich gekommen? Hör auf mich anzulügen. Von wo bin ich gekommen? What? Der fucking PC, der ausgeschaltet... Okay. Ich bin offensichtlich nicht smart. Inbox. Dear Mrs. Vivian, mein Name ist Spencer Thompson und ich wünsche bla bla bla... Okay. Das ist ein Brief an uns und es geht darum, dass der kleine Sohn anscheinend komische Talente hat und sehr komisch ist und Sachen machen kann, die nicht normal sind. Er hat viele Albträume, kann diesen Träumen hin und her laufen und ist wie in den Szenen, die sind einfach so ein komischer... Traumwandler, ich weiß nicht, wie die hießen, aber diese Leute, die halt einfach wandeln können in ihrer Fantasie und die ihren Körper verlassen können mit ihrer Seele. So einer ist er, so ein ganz abgefuckter, so ein ganz böser Bube. Und jetzt sind wir wahrscheinlich in seiner Welt und sollen ihm helfen. Hoffe ich. Oh, jetzt können wir sogar in seinen Raum rein. Endlich, vielen Dank. Sollen wir dir helfen, Kumpel? Sollen wir dir helfen? Wie geht's dir? Hi. Dir geht's anscheinend nicht so gut, ja? Offensichtlich nicht. Spider-Man ist gerade runtergefallen. Was ist das für ein Bild, Alter? Kann ich mit dir interagieren? Kann ich die anschauen? Du bist übrigens nicht gesund, das sieht aus wie eine fucking Plastikpuppe. I don't like that. I do not like how you look. You don't look so healthy. You look pretty bad. Kann ich jetzt einfach runtergehen, vielleicht einfach das Haus durchsuchen? Oder was muss ich jetzt machen? Ich suche einfach mal das Haus. Vielleicht gibt es hier irgendwo etwas Interessantes. Wahrscheinlich. Ist mir egal. Oh, doch, ich kann... Cool. Das wollte ich machen. Genau die Tür wollte ich damit zu machen. Das ist genau das, was ich gerade vorhatte. Soll ich mir einfach unten draußen mal umschauen? Was soll ich denn... Soll ich mal rausgehen? Nein? Ich hab... I don't know. Ich gehe mal hoch. Vielleicht muss ich hier oben irgendwas machen. Ich meine, da hat eben irgendwas verändert. Und manche Sachen sehen jetzt anders aus als vorher. Das ist schon sehr gruselig. Vielleicht ist hier auch noch irgendwas. Hi. Hier ist nichts. Alter, wenn ich nicht so unglaublich langsam laufen würde, wäre es doch nur so halb so frustrierend, hä? Just saying, Spiel. Wollte ich nur erwähnt haben. Vielleicht muss ich doch irgendwie mit ihm interagieren. Geht das? Buddy. Kann ich dir helfen? Kann ich irgendwas mit dir? Q, Q, E, Q, E, Q, E, Q, Q, E. Nein, ich kann nichts machen. Ich kann vielleicht die Tür zu machen. Nein, das geht auch nicht. Das ist aber schön. Dann gehe ich einfach wieder in den Raum rein, wo ich eben war. Vielleicht hat sich da jetzt irgendwas verändert. Vielleicht dieses komische Bild. Nein. Kann ich hier rein? Nein.
Kann ich nicht rein. Kann ich ja jetzt irgendwas machen? Nein. Oh, neuer Brief vielleicht? Wahrscheinlich so. Den kann ich halt nicht wegklicken anscheinend. Ich kann den Brief nicht wegklicken. Ich kann den Brief nicht wegklicken. Kann ich das bitte machen? Ich komme nicht weg von... Ich komme nicht weg von hier! Oh! Ich habe es irgendwie geschafft. Ich habe mich 5000 Mal im Kreis bewegt und irgendwann bin ich dann davon weggekommen. Schön. Genau das wollte ich machen. Kann ich jetzt mit irgendwas hier interagieren oder muss ich wieder 15000 Mal auf jeden Gegenstand klicken, bis irgendeiner davon klappt? Es ist ein bisschen frustrierend. Ein klein bisschen frustrierend, das Spiel schon, ne? Es sieht nett aus. Der Regen ist sehr schön, aber das ist bis jetzt das Positivste, was ich sagen kann. Ja, gut, dann wieder nach unten. Es muss irgendwo unten jetzt was geben, was irgendwie neu gekommen ist, weil wir jetzt in seinem Raum drin waren, ist vielleicht irgendwas getriggert. Vielleicht können wir uns jetzt irgendwas anschauen und denken uns, wow, krasse Veränderung, das ist spannend. Das ist... Nein, bleib offen, dankeschön. Kann ich vielleicht wieder... Ja, ich kann die Musik anschalten, die will ich haben. Die ist nämlich sehr entspannt. Okay, wo kann ich jetzt irgendwas... Ich meine, hier ist was aufgegangen. Krass. Krass. Kann ich irgendwas machen? Ich das gerade? Ah, klar, so das Ding. Ja, was mache ich denn jetzt? Was soll ich vielleicht rausgehen? Ich schau noch mal draußen. Ich meine, das Spiel hat eigentlich eine gute Atmosphäre, aber weil ich einfach nicht raffe, was ich machen muss, geht die Atmosphäre sehr schnell, sehr weit nach unten. Ich hoffe, die kommt gleich wieder, wenn es gruselig wird. Weil das Spiel könnte eigentlich super gut sein. Es hat halt irgendwie keinen Bock, so zu sein. Vielleicht hier draußen irgendwas? Oh fuck, ich habe keine Ahnung. Ich laufe ein bisschen rum. Ohne Scheiß. Ich habe keine Ahnung, wonach ich überhaupt suche. Kann mir das Spiel vielleicht sagen, was ich brauche? Irgendein Gegenstand, irgendwas zu machen? Ich meine, das hier ist aufgegangen. Da ist nichts drin. Das ist interessant. Kann ich irgendwie vielleicht... Irgendwas hier unten muss doch sein. Ich meine, das Buch hier sieht sehr offensichtlich komisch platziert aus. Kann ich das vielleicht mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Ich kann nichts mit dem machen. Das sieht so unglaublich dämlich platziert aus. Das muss ich doch mitnehmen können. Nein. Nein. Cool. Irgendwo anders. Hier ist nichts. Das Buch? Sag mir, ich kann das Buch... Natürlich, das beschissene Buch, was da einfach random liegt. Genau das brauche ich natürlich. Offensichtlich. Offensichtlich muss ich das Buch mitnehmen, bevor ich weiterkomme. Warum bin ich dann nicht vorher drauf gekommen? Es ist doch komplett logisch. Gut, anscheinend, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann ich das hier oben reinstecken. Ich hätte vielleicht erstmal unten gucken sollen. Kann ich hier irgendwo... Warte, hier ist es ein Bücherregal. Vielleicht kann ich es ja hier reinwichsen. Kann ich es hier rein... Da. Oh, shut up. Ein Bild. Schönes Bild. Wow, da war was im Hintergrund. Okay, es war sogar atmosphärisch ganz cool. Da war irgendwas sehr komisches, unangenehmes im Hintergrund. Das habe ich gesehen. I don't care. Kann ich es vielleicht hier dran fixen? Ja, kann ich. Da ist ein Monster im Hintergrund. Welche Tür ist jetzt aufgegangen? Die hier? Ja. Oh no. Ich will aber gar nicht in den Keller. Ich will doch gar nicht in den Keller, Mann. In den Mörderkeller der epileptischen Anfälle. Hier muss ich rein. Ne, gehen wir mal in den Mörderkeller der epileptischen Anfälle. Hallo. War jetzt nicht so der Jumpscare. Alles klar! Au! What? Animation 10 von 10. 11 von 10. Wenn nicht sogar mehr. Kann ich irgendwas hier mitnehmen? Irgendwas. Ach du Scheiße, ey. Was zum Fick spiele ich hier? Was spiele ich hier? Was ist da? Okay, komm, gehen wir durch. Sind wir jetzt in der Geisterwelt? Ich gehe mal davon aus, wir sind jetzt in der creepy Geisterwelt. Tschüss, Frau. Wo bist du denn jetzt hingegangen? Was hast du denn jetzt gesucht? Wo wolltest du denn jetzt hin? Hä? Kann ich nicht mehr raus? Doch. Dankeschön. Da haben die einfach die Türen für mich geöffnet. Das war sehr nett. Das war schon wirklich sehr nett. Gut, gehen wir wieder raus. Muss ich jetzt einfach zu dem Sohn gehen? Muss ich sagen, hey, was geht ab? Du bist jetzt frei. Okay, danke schön. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Warum sind die Türen überhaupt rot? Die waren vorher nicht rot. Soweit ich weiß. Waren die rot? Und warum ist eigentlich der Kellerraum im oberen Scheiß drauf? Hi. Dann gehe ich da wohl nicht lang. Da darf ich wohl nicht lang gehen.
Okay. Die Atmosphäre ist schon nicht schlecht. Ist jetzt Hi. Hi. Hört die Musik aus. Ich mag die nicht. Wo muss ich denn lang? Wir sind hier vorbeilaufen. Machst du einen Jumpscare? Machst du was Gruseliges? Machst du was... Oh Gott. Fuck you. Atmosphärisch ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Nur hat es mich am Anfang ein bisschen zu sehr genervt. Als dass es jetzt noch irgendwie was wieder gut machen könnte. Aber gut, ich gehe mal raus. Zur Mann, Frau... Können wir reden? Willst du mit mir reden? Wer bist du? Hi. Hi. Oh. Ich habe... Danke. Ich habe dir gegeben... Dankeschön. Ist der für oben? Ist der für oben, der Schlüssel? Ja? Gut, gehen wir hoch. Dann gehen wir mal hoch und machen die Tür wieder auf, die der andere eben abgeschlossen hat. Warum hat aber der andere Geist, Mann, Frau, was auch immer das ist? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Warum hat die einen Schlüssel? Es ist der... Ist es vielleicht Geisterhausmeisterin? Vielleicht hat die einfach alle Schlüssel hierzu. Kann ich hier lang gehen? Chill. Chill mal. Ich wollte dir nichts tun. Oh Gott. Okay, die Bilder sehen einfach noch komischer aus, wenn ich mehr Licht habe. Was ist eigentlich? Das ist eine sehr komische Anordnung von Bildern. Just saying. Kann ich jetzt reingehen? Hi, Sohn. Können wir jetzt in die... Hi! Ja! Hier bin ich. Klar. Kann ich jetzt... Wir haben ihn gerettet. Wir haben ihn gerettet, Freunde. Das war's wohl. Genial! Also, Musik von House of Lords. Danke, House of Lords. Das... Ach du Scheiße. Okay, das ist wahrscheinlich das beste Insidious-Spiel, was es gibt. Ich meine, fast so gut wie all die anderen, die es gibt. Schon sehr nah dran. Das sieht... Gutes Spiel. Weiter so. Bitte noch so ein Spiel. Fuck that.